Leute, heute gibt es ein bisschen ein anderes Video. Ich würde es mal bezeichnen als ein Labervideo. Einfach aus dem Grund, weil ich euch ein bisschen was über meine Geschichte erzählen wollte, warum ich nach Kanada ausgewandert bin. Einen Augenblick, ich muss die Lady hier kurz streicheln. Wieso überhaupt Kanada? Eigentlich kenne ich Kanada schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Oder ich war schon sehr, sehr oft hier, weil mein jetzt Ehemann Kanadier ist. Ich komme ursprünglich aus München. Wir haben uns in München kennengelernt und haben sehr oft seine Familie hier besucht. Also ich kannte das Land ganz gut. Ich hatte schon irgendwie die Möglichkeit, mir hier Freundschaften machen. Moment. Wie gesagt, mein Mann ist Kanadier, Punkt 1, und wir waren schon sehr oft hier. Als ich dann mein Studium gemacht habe, also ich habe in Augsburg in der Nähe von München studiert, hatte dann mein Studium abgeschlossen. Wir waren dann hier in Kanada zu der Zeit. Chill. So, und dann war ich nach meinem Abschluss hier und eine Position gefunden habe, einfach mal darauf beworben. Ich habe mich beworben, bin für dieses Interview reingegangen und... Kannst du dich einfach mal beruhigen und hier hinlegen? Habe ich mich, wie gesagt, auf diese Stelle beworben und für diese Stelle habe ich ein sogenanntes LMO-Visum gebraucht. Das heißt Labor Market Option, Labor Market Opinion. Das hieß damals so, das Visum heißt heutzutage anders und zwar heißt es jetzt LMIA. Ein LMO ist eigentlich nichts anderes, als dass der Arbeitgeber nachweisen muss, warum eine ausländische Person die Position der Stelle besser füllen kann als eine kanadische. Ablauf läuft so. Sie müssen ganz normal den Job advertisen, also ausschreiben. Sie müssen ganz normale Interviews führen mit Kanadiern und dann im Prozess eben beweisen, warum die ausländische Person, in diesem Fall war ich das, besser qualifiziert ist als eine kanadische. Das machen die einfach aus dem Grund, damit Kanadiern der Job nicht geklaut wird. Oder ja, möchte natürlich Kanadiern zuerst die Chance geben, bevor man dann irgendwie jemand anderen einen Job gibt. Ich hatte mich dort beworben. Ich hatte schon gewisse Erfahrungen in dem Bereich. Also ich habe ja noch gar nicht gesagt, wo ich gearbeitet habe. Ich habe dann eben 2013 in einer Full-Service-Marketing-Agency angefangen. Wir haben Werbeshoots gemacht, wir hatten... Also ich war im Marketing und war dort im Account-Management. Ich hatte davor Erfahrungen aus München und habe dann diese Stelle bekommen. Diese LMO-Application kostet den Arbeitgeber Geld. Das heißt, man muss an den kanadischen Staat zahlen. Noch ein Punkt ist halt, dass eine Person, die auf einem LMO-Visum arbeitet, mehr verdient. Das heißt, die Firma muss dir auch mehr bezahlen. Einfach aus dem Grund nicht, dass man jetzt zum Beispiel eine Person dieses LMO-Visum gibt und dann bekommt die genauso viel wie jemand anders, sondern man argumentiert ja, diese Person hat mehr Skills als jemand hier und deswegen bekommt sie auch mehr Geld. Und diesen Prozess hat mein damaliger Chef für mich gemacht. Auf meiner Seite werden meine Unterlagen zusammengeführt, meine Abschlüsse, meine Zeugnisse, die ich hatte und habe ich ihm zugeschickt. Er musste das dann alles mit dem Staat hier regeln. Ja, das Ganze hat dann, ich glaube, locker 4 Monate oder so gedauert. Das heißt, nach meinem Studium, so gesehen Freelancer oder habe halt eben keinen festen Job angenommen, weil ich wusste, ich ziehe ja weg. Habe mich darauf vorbereitet, bin hier angekommen und der Arbeit meines Mannes hat es dann auch ganz gut gepasst, weil wir uns ja praktisch dann zusammen dazu entschlossen. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich diesen Job bekomme. Also ich dachte mir so, okay, ich probiere das mal. Und warum sollten die jetzt mich nehmen und die keinen Kanadier? Aber die haben sich dann wirklich dafür entschlossen und ich muss sagen, es war richtig cool alles. Ich bin dann angekommen und voll eingestiegen. Es war eine wahnsinnig große Verantwortung, die mir übertragen wurde. Es war für mich echt nicht einfach. Am Anfang, ja, muss ich vorstellen, da kommt man aus der Uni, man hat zwar Erfahrung, aber es ist ein erster Fulltime-Job und du arbeitest auf einer anderen Sprache, du bist in einem wirklichen Business Level mit Leuten und ich musste wirklich diese ganze Situation reinwachsen. So habe ich dann da gearbeitet. Ich hatte dieses LMO für 2 Jahre ausgestellt bekommen. Da muss man das verlängern. Also ganz kurz, die Application für dieses LMO kostet $1000. Das heißt $1000, um diese Application zu machen, plus ein High Wage Salary für dich als Arbeitnehmer, die dein Arbeitgeber dir zahlen muss. Also da ist ja alles dabei, Krankenversicherung und alles mögliche. Also ich hatte diverse Benefits. Genau, ich habe bis November dort gearbeitet, also 11 Monate. Okay, never mind. Mir ist jetzt weg. In einer privaten Situation bin ich dann wieder nach München zurückgekehrt. Mein Mann, damals mein Freund, so gemacht, dass wir zusammenbleiben können und ist dann auch nicht nach München, aber nach Frankfurt und ja, hin und her, wie auch immer. Auf jeden Fall
waren wir dann für eine Zeit lang wieder in Deutschland. Wir haben dann Zukunftspläne gemacht. Dann hatten wir gesagt, wir möchten wieder hierher kommen. Dieses Mal war es dann anders. Was ich noch dazu sagen möchte, dieses LMO ist auf deinen Arbeitgeber geschnitten. Das heißt, in meinem Pass gab es ein Visum und da stand, ich arbeite für so und so lang. Man kann jetzt nicht einfach dann sagen, ich kündige. Wenn du kündigst, dann servus. Du arbeitest für diesen Arbeitgeber und für den hast du dein Visum bekommen. Dann kam der Entschluss, dass wir wieder hierher ziehen. War die Situation ja wieder komplett anders. Wir haben geheiratet. Wir haben uns dieses Mal auf ein Sponsorship beworben. Mein Mann ist mein Sponsor. Klingt schon mal gut. Nein, aber in diesem Visum läuft es eigentlich so, dass mein Mann mein Sponsor ist, wie der Name ja schon sagt. Es müssen auch Unterlagen von ihm eingeschickt werden und von meiner Seite aus. Um eine Person zu sponsern, muss man als der Sponsor gewisse Guidelines treffen. Das heißt, es wird geprüft, wie viel Geld verdient er? Kann er für mich Essen kaufen? Kann er für mich sorgen? Eine Krankenversicherung zahlen? Moment, ich muss kurz nachlesen, ich weiß nicht mehr, was das alles war. Food, Clothing and Shelter. Kann er mich supporten, wenn ich ankomme, finanziell? Wichtig ist, dass ich, wenn ich ankomme, hier nicht für Financial Help vom Government frage. Ich habe keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder sowas gesehen wie Hartz IV. Dein Sponsor ist für dich verantwortlich. Das sind diese wichtigen Punkte, die geprüft werden. Wir mussten Fotos einschicken, wir mussten Rechnungen einschicken, wo unsere Adresse gemeinsam draufsteht, als wir in München waren. Wir mussten gewisse Leute angeben, Freunde von uns, die wir seit vielen Jahren kennen, dass sie uns beide kennen und wie wir sie kennengelernt haben. Gehaltsnachweise, Versicherungsnachweise, all diese Sachen, die werden geprüft. Allerdings muss ich natürlich sagen, es ist einfacher gewesen jetzt beim zweiten Mal. Aufgrund der Tatsache, dass mein Mann eben Kanadier ist, dass er schon einen Job hier hat oder hatte, als ich angekommen bin. Das erste Visa ist praktisch Sponsorship und ich habe ein Bleiberecht, aber ich kann nicht arbeiten. So, und das wollten wir natürlich nicht, deswegen der nächste Schritt war dann Work Permit und die habe ich ja schon, habe ich in meinem letzten Video erzählt. Ich musste dann wieder diverse Dokumente ausfüllen mit meiner Schulausbildung, welche Richtung ich arbeiten möchte, in welche Richtung ich gearbeitet habe. Das heißt, ich habe jetzt eine Open Work Permit und kann alles arbeiten, was ich möchte. Es ist nicht nur noch an diesen einen Arbeitgeber gebunden. Es war sehr viel Papierkram, viele Sachen, die man halt dann im Nachgang auch noch machen muss, wenn man ankommt. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Also im Grunde genommen ist es also auf jeden Fall machbar gewesen. Jetzt habe ich die Work Permit und der nächste Schritt ist eben die PR. Das dauert wahrscheinlich jetzt noch ein paar Monate, aber dann sollte ich das auch haben. Manchmal ist es so, dass wenn man dann die PR bekommt, sich nochmal persönlich in einem Interview vorstellen muss, damit die nochmal alles überprüfen. Ich habe zwei Freundinnen, die diesen selben Prozess gemacht haben. Die eine musste sich vorstellen, die andere musste sich nicht vorstellen. Aber im Endeffekt bestätigt man dann nur nochmal, dass alle Angaben korrekt sind und dann kriegt man das ausgestellt und ist ein Permanent Resident. Und dann ist es halt einfach ganz normal. Ich fliege hier rein und raus, wie ich halt möchte. Genau, in der Zeit vor der Work Permit konnte ich das Land nicht verlassen. Sponsorship within Canada haben wir gemacht. Das heißt, ich war ja schon in Kanada und habe mich auch von hier auf dieses Sponsorship beworben. Ich konnte das Land nicht verlassen. Für diese 4,5 Monate, oder sorry, es waren fast 5 Monate. Und man muss hier im Land auf diese Genehmigung warten. Ich habe aber eben auch eine Freundin, die haben das Sponsorship outside of Canada gemacht. Die hat ihren Partner dann einfach mal für 6 Monate nicht gesehen, weil sie nicht einreisen durfte. Es ist ein bisschen schwer, das alles in so einer kompressten Zeit zu erklären, weil das sind Jahre, in denen ich hier gelebt habe und Anträge gemacht habe. Und ja, es ist auch manchmal immer kompliziert vor, aber im Grunde genommen, man findet sich da schon irgendwie durch. Also man findet seinen Weg, das alles zu machen. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Dann hoffe ich, dass es für euch informativ war. Ich sehe euch in meinem nächsten Video und sage, ciao, ciao!